gespielt wird hier in diesem Finale auf 13 gewonnene Spiele. Wobei allerdings zu beachten ist, dass Bustamante, der aus der Verliererrunde kommt und somit bereits einmal verloren hat, eben gegen Waldemar Markert, wie zuvor erwähnt, dass dieser Bustamante zweimal gewinnen muss, wohingegen Martinez bereits ein Sieg genügt, um das Turnier zu gewinnen, um den Siegerscheck von 10.000 Mark einzusacken. Beide Spieler stoßen von der linken Seite des Tisches an. Von uns aus gesehen der oberen Seite, stellen die weiße Kugel ganz nahe der Bande auf. Und es hat sich erwiesen, dass dieser Punkt optimal ist für einen Break an diesem Tisch. Ein unglaublich rhythmischer Spieler, dieser Mexikaner. Er musste hier so fest spielen, um die Weiße hinüberzudrücken zur nächsten Kugel der 6. Da stand er fast gerade auf das Loch. Jetzt natürlich leichtes Spiel für Bustamante. Zuschauer sehr interessiert an diesen drei Tagen des Turniers. Ein fachkundiges Publikum wohnte hier den Begegnungen bei. Es waren wohl an die 200-300 Leute jeden Tag. 1:0 für Bustamante. Keine Regung im Gesicht des Mexikaners. Warum auch, sagt man sich, beim Spielstand von 1:0. Allerdings, diese Spieler können durchaus des Öfteren mal 5, 6, 7 Partien an der Schnur machen, ohne dass der Gegner auch nur einen Hauch einer Chance erhält. Deswegen ist es mit Sicherheit nicht angenehm, wenn man selbst draußen sitzt und Bustamante am Tisch steht und die Partien herunterspielt. Insbesondere dann, wenn er einmal seinen Breakpunkt gefunden hat, wenn man sieht, dass er im Stoß ist, dieser Bustamante, dann ist er kaum mehr zu bremsen. Und was für die Zuschauer eine Augenweide ist, nämlich dass Bustamante fehlerlos diese einfachen Partien ausschießt. Das ist eine Qual für den Gegner, der draußen sitzt und wartet. Denn nach dem Break weiß er natürlich bereits, dass er hier nicht mehr ans Brett kommen wird. Und es ist ganz schwer in diesem Fall für Martinez, seine Konzentration zu behalten. Geduldig zu warten auf seine Chance, um sie dann ganz konzentriert wahrnehmen zu können. 2:0 für Bustamante. Hier der Turnierdirektor rechts in der ersten Reihe zu sehen, Kai Littmann, der hier
alles wunderbar organisiert hat. Natürlich bleibt Bustamante jetzt am Tisch. Immer der Spieler darf den nächsten Break ausführen, der auch das vorherige Spiel gewonnen hat. Das wurde ja auch schon einmal probeweise geändert, hat aber nicht den Gefallen der Spieler gefunden. Und auf den meisten Turnieren macht man es noch so wie gehabt. Die Regel nennt sich 9 Ball Texas Express. Und dabei darf eben der Spieler auch wieder anstoßen, der gerade die 9 versenkt hat. Schwerer Ball für Bustamante. Geht da die 1 noch ins Eckloch? Ganz knapp vorbei an dieser 8. Kann es nicht beurteilen aus dieser Perspektive. Wollte er da Kombination spielen? Auch das ist schwer zu ergründen. Und Martinez war erst einmal am Brett seitdem. 2:0 aber für Bustamante. Man stelle sich vor, Martinez hat gut und gern 2,5 Stunden auf dieses Finale warten müssen. Sozusagen kalt geworden und schießt dann solche Einstiegsbälle wie gerade die 1. Er spielt die meisten Bälle mit etwas Übertempo, sozusagen etwas schneller als erforderlich oder als man es erwarten würde. Heißt allerdings nicht, dass er schlechte Stellungen spielt. Gut zu sehen an diesem Ball, die 8 hätte wohl auch ins Eckloch gespielt werden können. Er zieht sie aber an der 8 vorbei, die weiße Kugel, um die schwarze dann ins Mittelloch zu schicken. Also das sensible, leichte Spiel hat Martinez bestimmt nicht erfunden. Ihm liegt es mehr, hier richtig herumzuballern, die Bälle ins Loch zu donnern.